Verkehrswende. Die Häuser denen, die drin wohnen. In Dresden sollen die Parkgebühren erhöht werden. Das ist super, weil wir seit 14 Jahren die gleichen zu niedrigen Parkgebühren haben. Deswegen hat die Stadtverwaltung eine Vorlage erarbeitet, die im letzten November bei uns im Stadtbezirksbeirat war. Wir haben einen Antrag gestellt, dass in dieser Vorlage die Neuäußere Neustadt zur Parkzone 1, also zur schärfsten Parkzone, erklärt wird, sprich 3 Euro pro Stunde und kein Tagesticket. Nun war die Vorlage im Stadtrat und das Gute ist, dass unserem Antrag gefolgt wurde. Das heißt, die Neustadt ist Parkzone 1. Das ist aber auch das einzig Gute, weil alles andere wurde total aufgeweicht. Es kostet nun nicht mehr 3 Euro pro Stunde dort zu parken, sondern nur noch 2,40 Euro. Außerdem nicht mehr von Montag bis Sonntag rund um die Uhr, sondern nur noch von 9 bis 24 Uhr. Und außerdem gibt es auf einmal Tagestickets. Unter der Woche 12 Euro und am Wochenende 6 Euro. Das ist total widersinnig, weil ein DVB-Tagesticket kostet 6,50 Euro. Es ist also wieder günstiger, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Unser Stadtrat Martin Schulte-Wissermann hat im Stadtrat nochmal eine Rede dazu gehalten und erklärt wunderbar, was eine autofreie Innenstadt bedeuten kann. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt vielleicht der letzte Redner bin, um mit einem Ausblick in die Zukunft sozusagen den Schritt zur Abstimmung gehen zu können. Aber ich sehe schon, Herr Wirz hat sich gemeldet. Ist aber auch nicht schlimm. Ich wollte darauf hinweisen, dass natürlich die Verquickung zwischen Haushalt und Parkgebühren eine ausgesprochene unglückliche Hochzeit gewesen ist. Es ist jetzt nun mal so, aber eigentlich sind das zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und ich wollte vielleicht nicht widersprechen, Frau Krause, aber ergänzen, dass natürlich in diesem Stadtrat, zumindest der Pirat und ich weiß ein paar andere auch, natürlich das Ziel haben, eine autofreie Innenstadt und eine autofreie Neustadt, jetzt nicht Schnappatmung kriegen, Herr Zastrow, in den nächsten Jahren anzugehen bzw. umzusetzen. Und ich möchte mal skizzieren, weil das viel zu wenig diskutiert wird, wie das definiert ist oder zumindest wie ich das definiere. Eine autofreie Neustadt, eine autofreie Innenstadt ist natürlich dann immer noch möglich, mit dem Auto zu den Parkhäusern zu fahren, weil die Parkhäuser sind ja da und ich kann mir gut vorstellen, das kann man denen nicht verbieten. So ist es auch in anderen Städten, wo das umgesetzt wurde. Und natürlich heißt es, es gibt kein öffentliches Parken mehr. Nicht mit einer Parkuhr, nicht mit irgendwie Geld bezahlen. Es gibt für mobilitätseingeschränkte Menschen zum Anliefern. Ein Umzug ist möglich, natürlich Polizei, Feuerwehr, über Taxis kann man reden. Aber sozusagen, es gibt dann kein Parken mehr. So. Und was bedeutet das? Was bedeutet das? Anders als jetzt hier von vielen, vielen vorgetragen. Das bedeutet, dass wir den entstehenden Platz, der dann nicht mehr von stehenden Autos besetzt wird, an die Stadt, an die Menschen und, jetzt anschnallen, Herr Zastrow, an die Wirtschaft zurückgeben. Denn was kann man auf Parkplätzen machen? Man kann auf Parkplätzen Stadtraumgestaltung machen. Man kann auf Parkplätzen Baum pflanzen. Man kann aber auch Gastrostühle drauf tun. Man kann einen schönen Straßenzug machen, dass die Touristen nicht einfach nur immer die eine Prager Straße hoch und runter gehen, sondern dass sie durch die ganze Innenstadt meandern. Es werden Cafés entstehen, es werden Ladengeschäfte entstehen. Es wird sozusagen, die Stadt wird aufblühen. Oder meinen Sie, dass so Städte wie Freiburg zum Beispiel, die eine Innenstadt frei haben, dass es denen schlecht geht oder Straßburg, denen geht es super. Und genau deswegen, weil dort vor 30, 40 Jahren Autos durchgefahren sind und heute nicht mehr, deswegen kommen die Leute dahin und sagen dann am Abend, ach, ist das schön, guck mal, man kann hier sitzen und es kommt kein Auto vorbei. Das ist zumindest mein Ziel und ich bin mir ziemlich sicher, da viele, viele, viele andere Städte, Frau Krause hat es schon angesprochen, diesen Weg auch gehen, diesen Weg sehr erfolgreich gehen, dass wir den auch bald in Dresden gehen können. Dankeschön.